Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Meine letzte Rede zur Atomkraft habe ich mit einem Bekenntnis gestartet. Nämlich, dass ich schon immer Atomkraftgegner war, Kollege Mirsch. Und es gibt dafür zwei Kernargumente, und die haben Sie ja auch genannt. Die Sicherheitsfrage und die Lagerungsfrage. Beide sind nicht wirklich zufriedenstellend zu lösen. Und deshalb ist es richtig, dass Deutschland aus dieser Technologie aussteigt. Wir beschäftigen uns heute mit der zweiten Thematik. Und ich möchte ausdrücklich feststellen, dass auch ich froh bin, dass es diese Koalition zusammen mit Bündnis 90 die Grünen geschafft hat, ein Gesetz für die langfristige Lagerung von hochradioaktiven Atomabfällen aus deutschen Kernkraftwerken in Deutschland auf den Weg zu bringen. Denn natürlich ist es richtig, dass wir unsere Abfälle aus unseren Kraftwerken nicht in andere Länder exportieren, selbst wenn es sicher Regionen der Welt gibt, die für eine langfristige Lagerung atomarer Abfälle bessere Voraussetzungen haben als das dicht besiedelte Deutschland. Ich halte es für politisch klug, dass wir auch diesen Teil des Umgangs mit der Technologie in unserem eigenen Land nach unseren eigenen Regeln und unter unserer Kontrolle machen. Der Gesetzentwurf basiert auf den Empfehlungen der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe, ist ja alles schon gesagt worden, die ich im Kern richtig finde. Dabei möchte ich den wissenschaftlichen Anspruch noch mal herausstellen und ausdrücklich begrüßen. Die langfristige Lagerung in tiefen geologischen Formationen ist nach Abwägung aller bislang weltweit betrachteten Optionen die beste. Es gibt ja übrigens auch andere Dinge, die man sich da vorstellen konnte. Das Konzept soll reversibel sein. Diesen Punkt will ich noch mal vertiefen, ein ganz wichtiger Punkt. Zentrale Elemente sind hierbei im Rahmen der Offenhaltungsphase des Endlagers die Rückholung der Abfälle und nach Verschluss des Lagers die Möglichkeit der Bergbarkeit der Abfälle bis zu 500 Jahre. Und diese 500 Jahre scheinen mir bei allem Respekt vor der Kommission auch ein viel realistischerer Zeithorizont als die im Bericht genannte Vorgabe 1 Million Jahre. Also das hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Diese Bemerkung sei mir erlaubt. Deshalb halte ich die Bezeichnung Endlager auch nicht für ganz glücklich. Ziel des neuen Suchverfahrens ist es, einen Standort für die hochradioaktiven Abfallstoffe mit bestmöglicher Sicherheit, auch das ist ja gesagt worden, in einem Verfahren zu finden, welches nach klaren Kriterien abläuft. Und als Ziel für die Standortfestlegung, das ist hier nicht so oft gesagt worden, wird das Jahr 2031 angestrebt. Gerade als Berliner muss ich sagen, das ist doch mal ein halbwegs realistischer Zeithorizont in diesem Land. Ich möchte hier noch einen letzten Aspekt aus Sicht eines Forschungspolitikers ansprechen. Das ist auch der Grund, warum ich hier stehe. In Deutschland herrscht ein Exportverbot für hochradioaktive Abfälle aus Leistungsreaktoren. Und ich begrüße im Namen meiner AG, der AG Bildung und Forschung, ausdrücklich, dass dieses Exportverbot eben nicht ausnahmslos auf Forschungsreaktoren ausgeweitet wurde. Hier ist ideologische Unerbittlichkeit falsch und deutsche Rechthaberei, Kollege Mirsch, übrigens auch. Und bei allem Respekt, Frau Ministerin, ich finde, das Umweltministerium sollte seine Kraft auf die Hauptaufgabe konzentrieren. Und das ist die Identifikation eines geeigneten Standorts für die Lagerung von Abfällen aus Leistungsreaktoren und ganz sicherlich nicht die Frage, was wir mit den Kügelchen aus dem AVR Jülich machen. Das ist die Aufgabe des BMBF. Da brauchen wir Optionen, um diese Frage zu lösen. Und da helfen uns ideologische Vorgaben. Herr Trittin, ich mache nachher eine Dose auf in Erinnerung Ihrer politischen Leistungen. Ganz sicherlich nicht weiter. Wir brauchen die Option, das ist Forschung und da werden eben auch Fehler gemacht, Herr Mirsch. Wenn wir in Deutschland immer schon wissen, was das Ergebnis von Forschung ist, dann wären wir sehr viel besser als alle anderen Länder dieser Welt. Aber das ist nun mal nicht der Charakter von Forschung. Der Charakter von Forschung ist Trial and Error und dann darf man auch mal einen Fehler machen und dann kann es nicht in dieser rechthaberischen Art und Weise einem jahrzehntelang vorgehalten werden. Wir haben Forschungsreaktoren und da müssen wir das Problem lösen. Das hat aber nichts mit der Endlagersuche zu tun und deshalb begrüße ich, dass wir nicht ausnahmslos, nicht gnadenlos dieses Exportverbot auf die Forschungsreaktoren ausgeweitet haben. Sie sehen, dass ich mit dem vorgelegten Gesetzentwurf insgesamt zufrieden bin. Ich kann deshalb auch aus forschungspolitischer Sicht um Unterstützung werben. Vielen Dank.
Als letzter Redner hat zu diesem Tagesordnungspunkt der Kollege Kat Polz für die CDU-CSU das Wort.